Leute, ich bin's Conny und heute spielen wir mal wieder Pet Simulator X, denn das Osterupdate ist draußen. Ich konnte es am Sonntag nicht direkt spielen, weil ich da arbeiten musste, aber jetzt nehme ich es auf, um euch alles zu zeigen, was in dem Oster-Event alles rausgekommen ist. Oster-Event, Ostereierjagd, 17 Ostertiere, riesige Osterkatze, neue Exclusive-Haustiere, vor allem Katze, Duping behoben, alles klar, und bessere Suche. Ihr habt schon gesehen, Duping soll gefixt sein, aber... ich habe schon gehört, es ist immer noch nicht gefixt. Vergesst es. Es ist eine verlorene Sache mit Preston und dem Duping. Vor allem hier steht Rangbelohnung 12 Stunden, aber ich kann es wahrscheinlich trotzdem einsammeln, oder? Nee, es funktioniert einfach gar nicht. Danke, Preston. Danke. Ich habe seit locker 2 Tagen kein Pet-Simulator mehr gespielt. Ich kann meine Rank-Rewards nicht abholen. Pet-Simulator ist so verbuggt wie eh und je. Meine Bank ist leer. Meine Pets auch. Aber ich bediene mich einmal kurz bei der Bank von Crafter, damit ich ein paar Pets habe, mit denen ich dann auch das Event spielen kann. So, die Pets nehme ich hier raus. Bitte geh nicht. So, jetzt habe ich wieder ein paar Pets. Das rüste ich auch noch aus. Ich versuche noch einmal die Rank Rewards abzuholen, aber es geht nicht. Und dann schauen wir uns mal das Event an, weil wir stellen uns ja jetzt alle bestimmt die Frage, wie kann man alle Ostereier in dem Adopt Me... Adopt Me... in dem Update finden. Und da seht ihr schon, ist das erste Ei gelandet. Es leuchtet schön, reflektiert, funkelt. Und wir können es einsammeln und kriegen dafür ein Easter Lamp. Wie gut sind die denn? Die sind 1,17 Billion. Okay. Ist jetzt auch nicht das besonderste Pet, das man kriegen kann. Das ist ja common. Hier unten ist noch ein kleines Osterei. Und ich wurde 2-3 Mal gefragt, gibt es denn eine Möglichkeit oder einen Trick, wie man alle Ostereier in diesem Spiel findet? Und nein, es gibt keinen Trick, weil die Eier, die spawnen random überall auf der Map. Und das ohne irgendein System. Die können überall spawnen. Hier ist gerade eins. Das kann ich jetzt öffnen. Krieg das nächste Pet. Und es ist ein Rainbow Easter Fox. Oh, das ist doch mal was. 1,6 Billion. Oh, Easter. Ah, ne, hier. 5,4 Billion. Ich wollte schon sagen. Rainbow. Okay. 8,4 Billion. Ich kann nicht mehr sprechen, zählen oder sonst was. Also die Ostereier, die spawnen komplett zufällig überall auf der Map verteilt. Alles, was ihr machen müsst, ist nur schnell die Map ablaufen. Ich glaube, es wäre sogar ziemlich smart, in den großen Welten, sprich der ganz normalen Welt hier und in der Tech World auf- und abzulaufen. Weil dort deckt man ja eine große Fläche ab und wenn man die Ostereier eingesammelt hat, können ja die nächsten Ostereier wieder spawnen. Ich gehe aber mal rein in die Tech World, weil eine weitere Sache, die ich herausfinden möchte, ist, sind denn die Eggs, die man dort öffnet, besser? Ich glaube es ehrlich gesagt nicht, weil das würde ja bedeuten, Preston müsste für alle Regionen eigene Eier machen. Aber wir können es herausfinden, indem wir es einfach ausprobieren. Vielleicht sind die Rarities besser, wer weiß. Habe ich eigentlich was in der Dark Matter Maschine? Ne, habe ich nicht. Okay. Ey, dann packe ich doch hier. Ich packe meinen Easter Fox da einfach rein. Kostet ja nichts. So, da vorne ist das nächste Ei, das sammeln wir ein und wir kriegen ein Chocolate Dog. So, dann ist das nächste Ei. Und darin ist noch ein Easter Fox. Und es gibt natürlich die Möglichkeit, jetzt diese huge Easter Cat zu sammeln. Aber ehrlich gesagt, sind die Chancen darauf wieder so gering. Ich glaube, das wird niemand von uns machen. Keiner von uns wird jemals, also niemand, der das Video sieht und ich auch nicht, wird dieses Huge Pet bekommen. Weil Preston die Chancen immer so niedrig schraubt, das ist einfach nicht möglich. Ich gehe einfach mal wieder in The Void rein. Und die Frage ist, können hier auch solche Easter Eggs spawnen? Ich glaube nicht, weil hier ja grundsätzlich nichts spawnt. Kann ich die YouTuber Cat inzwischen haben? Ja, ich glaube nicht. Naja, gehen wir mal in die Pixelwelt. Die ist ja auch relativ groß tatsächlich. So, einmal die Kanone und rüber in die Pixelwelt. Angekommen hier, sammle ich erstmal mein Geschenk ein. Und bekomme jetzt hoffentlich eine Huge Cupcake. Ne, kriege ich nicht. Natürlich nicht. Aber wir sammeln das nächste Osterei ein. Und da drin befindet sich ein Golden Easter Fox. Okay, dann im nächsten Ei ist... ja, man kriegt immerhin immer ein paar Gems. Pastel Sock Bunny, mein erstes episches Pet mit 22,8 Billion. Okay, also vielleicht könnte ja doch noch was Gutes aus diesen Eiern rauskommen, wenn man genug davon sammelt. Dann haben wir hier noch das nächste Ding. Ein Easter Lamp. Und wir kriegen ein Chocolate Frog. Und das war's dann auch. Ich finde jetzt keine neuen Eier mehr. Ich hoffe, gleich fällt wieder eins vom Himmel. Aber ich sehe nichts mehr. Hallo, Ostereier, wo seid ihr? Ich muss sagen, Preston hätte die Ostereier-Drops vielleicht häufiger machen sollen. Weil ich finde gar nicht so viele. Und ich finde das irgendwie blöd, wenn ich nicht so viele davon finde. Aber ich meine, das Oster-Update ist ein Event. Das bedeutet, das ist jetzt für eine begrenzte Zeit eine Rare Occasion. Das soll ja nicht immer passieren, sondern nur während dieses Events soll das Spiel besonders sein. Und Preston hat diese Eier so gebalanced,
als würden sie jetzt für immer im Spiel drin bleiben. Und das werden sie nicht. Sie kommen nämlich so selten und die Pets, die man rausbekommt, sind auch so schlecht, dass es macht tatsächlich irgendwie keinen Spaß. Ich habe ja gesagt, ich spiele keinen Pet-Simulator mehr, nur noch für die Updates, weil die Updates mir noch Spaß machen. Und das Update macht mir irgendwie keinen Spaß. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr von dem Update haltet. Ich meine, es ist ja ganz cool, dass man jetzt so Ostereier hier jagen kann, aber wer von euch macht das wirklich? Ich gehe noch einmal zur Spawn-Welt und kann jetzt auch endlich meine Rank-Rewards abholen. Hinten ist noch ein Osterei, das hole ich mir. Und da drin ist ein Easter Lamp. Und dann möchte ich noch einmal gucken, ob man beim Trading Plaza, beziehungsweise nach der deutschen Übersetzung heißt es jetzt Handelsplatz, dort auch Eier sammeln kann. So, angekommen beim Trading Plaza, stehen hier schon einige Leute, sind wieder fett am Handeln. Und ja, kann man, aber scheinbar nur in der VIP-Area. Was soll das denn? Okay, aber man konnte ja hier über die Maschinen hoch. Ich war so lange nicht mehr in Trading Plaza. Ich kenne das alles gar nicht mehr. Kommt man hier hoch? Diese Dark-Matter-Maschine wurde halt umgebastelt. Deswegen ist die ist jetzt nicht mehr so, wie sie früher mal war. Aber über die Bank kommt man auch immer noch hoch, oder? Aber über die Updates-Maschine? Hat jemals irgendwer die Updates-Maschine im Trading Plaza genutzt? Wenn man den Trading Plaza freigeschaltet hat, dann hat man doch schon alle Updates, oder? Sehe ich das falsch? Oh nee, jetzt bin ich hier abgeprallt. Über die Bäume? Oh nee, man kann mit den Bäumen nicht colliden. Okay, dann gehe ich einfach so mit der Kamera rüber und ich kann meine Pets doch nicht ranschicken. Schade. Das war ja wenigstens bei dem Winter-Event so, dass wenn dieses Huge Gingerbread House gespawnt ist in der VIP-Area, dass man so noch abfarben konnte. Aber das ist ja richtig mies. Na gut, dann würde ich sagen, war es das erstmal mit... Warum wird mir die Zeit nicht mehr angezeigt? Was soll das, Preston? Ist ja auch egal. Ich würde sagen, das war's mit dem Video. Für mich ist das Oster-Event ein Flop. Aber ihr könnt natürlich auch gerne eure Meinung dazu schreiben. Ich freue mich auf eure Kommentare. Das war's erstmal mit dem Video. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Bis dann und ciao!